ist mir schlecht. Na ihr alten Einzeller, Bock auf eine Spritztour? Ja, sichi! Hey, guck mal! Voll blau der Planet! Das ist meine Lieblingsfarbe! Lenne mal! So könnte es gewesen sein. Wie sich das Leben auf unserer Erde vor ca. 3,5 Milliarden Jahren entwickelt hat, ist bis heute ungeklärt. Zahlreiche Wissenschaftler entwickeln seit Jahrtausenden Theorien darüber. Eine davon ist die Panspermien-Theorie, welche sich bereits im antiken Griechenland in den Vorstellungen des Philosophen Anaxagoras wiederfindet. Der Schwede Svante Arrhenius griff diese Anfang des 20. Jahrhunderts wieder auf und gilt als Begründer der heutigen Theorie. Die Panspermien-Theorie geht davon aus, dass Leben nicht spontan auf der Erde entstanden, sondern zufällig aus dem All zu uns gelangt ist. Kometen könnten ein ideales Transportmittel für bakterielles Leben gewesen sein. Der Kometenkern besteht zum großen Teil aus Eis. Damit könnten widerstandsfähige Bakteriensporen konserviert und geschützt vor kosmischer Strahlung die Erde erreicht und sie mit Leben infiziert haben. Zwar liefert die Panspermien-Theorie eine Erklärung dafür, wie sich Leben auf der Erde entwickelt hat, aber nicht dafür, wie das Leben als solches eigentlich entstanden ist.